Sind wir schon auf Sendung? Gehe mal davon aus. Von daher von mir schon mal ein herzliches Willkommen. Moin Moin aus dem hohen Norden. Wir melden uns hier live aus Surfers Paradise vom 10. Lauf der RSA-Meisterschaft. Und ohne lange Umschweife werden wir gleich mal mit dem Führenden der Meisterschaft, Robin Frischkopf, eine kleine Runde mit euch fahren, um euch mal die Strecke vorzustellen. Ja, schönen guten Abend miteinander, liebe Zuschauer. Bin jetzt erst gerade auf der Box und werde mich noch kurz anwärmen. Vielleicht oder Simon sich noch schnell vorstellen, noch irgendwas zu den Gewichten sagen und zum Meisterschaftsstand und so. Aber natürlich, dafür bin ich ja da. Also wie gesagt, Robin Fischkopf selber im Moment der Meisterschaftsführende. Zwei Rennen vor dem Saisonende. Es geht also in die heiße Phase auf jeden Fall. Er geht heute an den Start mit 35 Kilo Zusatzgewicht, was dazu dient, ihn einzubremsen. Bisher, wie man aus den Trainingsläufen und auch dem Warm-up schon ersehen konnte, bisher nicht sehr erfolgreich. Der Edgar Ostermann, zurzeit der zweite, geht mit 40 Kilo, also am meisten Gewicht an den Start. Und er ist auch ein bisschen langsamer bisher gewesen. Man wird sehen, wie er sich im Sprintrennen gleich schlagen kann oder wie er sich überhaupt qualifizieren kann. So, ich komme jetzt auf die Gerade. Dann können wir beginnen mit der Streckenvorstellung von Surfers Paradise. Das ist eine sehr lange Gerade, aber überholen wir trotzdem schwer, weil es folgt eine sehr, sehr brutale Schikane. Da bremse ich kurz an und fahre eigentlich mit dem fünften Gang durch. Sehr stark schneiden, das Ganze früh aufs Gas, stabilisiert das Auto. Hat wohl mit Differentialen zu tun. Dann noch eine ähnliche Schikane, da bin ich jetzt schon durch. Dann kommt die erste 90-Grad-Kurve, früh bremsen, Curb schneiden innen, wieder raustragen lassen, immer früh aufs Gas, sonst lenkt das Auto nicht. Hier wieder eigentlich dasselbe. Da kommt man wieder auf so eine kurze Gegengerade. Es folgt ein Links-Rechts-Knick, der auch noch recht heikel ist, wie eigentlich alle Kurven hier auf der Strecke. So, nun kommt auch wieder eine heikle Stelle. So ein Doppel-S, das von ganz gemeinen Wänden abgeschirmt ist gegen das Cutten. Ich fahre jetzt auch im fünften Gang, weil das Auto da einfach stabiler ist. Hier wieder eine links, eigentlich wieder was relativ Einfacheres. Kommt der letzte Sektor, sehr, sehr schlängelig das Ganze, sehr langsam. Man muss eine gute Linie haben, gut aus den Kurven rauskommen. Letzte Kurve, da fahren alle immer so eng rein. Ich fahre das ein bisschen anders. Lass mich schon ziemlich früh weiter raustreiben, gehe ja langsam aufs Gas. Immer sogar, wenn man noch auf dem dritten schaltet, kommt kurz das Heck. Ja, das war eine Runde Surfers. So, dann verabschiede ich mich für weiteres vom Mikrofon und wünsche viel Spaß. Danke dir, Robin. Damit ist also die Rennstrecke vorgestellt. Und nachdem wir die anderen technischen Probleme jetzt hoffentlich auch aussortiert haben und wir uns soweit gesammelt haben,
kann dann jetzt das Qualifying beginnen. Surface Paradise selber zur Strecke noch soweit besteht als Rennstrecke, so wie sie jetzt ist, seit 1991. Ansonsten sind hier die V8 Supercars und natürlich auch die USA, die Kart-Serie hier zu Hause und fahren hier im Spätsommer des Jahres, meine ich. Die Strecke selber ist zu vergleichen am ehesten mit Monaco vielleicht. Wie wir eben schon gehört haben, zumindest viele lange Geraden, immer wieder unterbrochen von schwer einzusehenden Schikanen. Ja, hallo, ich bin's noch mal kurz. Scheinbar hat man die Runde vorher nicht gesehen. Jetzt ist die Frage, sollen wir Richtig. das noch mal wiederholen oder? Ja, das ist eine gute Idee. Okay, aber dann werde ich das gleich bei der Outlap kommentieren, damit es nicht zu lange geht. Okay. Also das klappt jetzt mit den Fahrzeugen hin und her schalten. Sollte klappen, ja. Okay. Also bin ich jetzt zu sehen. Jawohl, jetzt bist du drauf. Gut, dann kommentiere ich ab jetzt und fahre einfach ab jetzt eine ganze Runde. Alles klar, auch rein. Ja. Alte Reifen. Also das waren jetzt diese beiden Linksecken. Jetzt geht es auf die Gegengerade. Folgt das enge S. Man bremst vom sechsten in den zweiten Gang. Die Einfahrer fahren das sogar mit dem ersten Gang. Kommt auch davon, dass alle ein bisschen verschiedene Getriebeabstimmungen fahren. Jetzt wieder eine kurze Zwischengerade, gefolgt von diesem Doppel-S, das mit diesen wie kurz schon erwähnten Mauern gespickt ist. Sehr, sehr heikel. Da werden wir wahrscheinlich einige Unfälle sehen. Jetzt kommt der dritte Sektor. Alles enge Kurven. Die Linie muss einfach stimmen. Immer eigentlich nur zweite, dritte Gang, kurz dann der vierte. Immer früh aufs Gas, sonst leckt das Auto nicht. Jetzt schneide ich das Curb und lasse mich nach außen treiben. Die meisten Fahrer bleiben länger innen, aber das hat jetzt einfach meine Linie so. Dann kommen wir auf die lange Gerade, wo, wie schon erwähnt, schwierig wird zu überholen, weil halt wieder diese ziemlich schnelle Schikane folgt. Sechster Gang, dann fahre ich die mit dem fünften Gang sehr stark schneiden. Aufs Gas, wieder dasselbe nochmal quasi. Dann kommen wir wieder gegen diese Linksgradkurve, wo man ja 90 Grad Kurve, wo man sehr früh schon bremsen muss. Und wieder hart schneiden, wieder früh aufs Gas. Hier eigentlich nochmal wieder dasselbe, zweimal eigentlich einlenken, zuerst halb, dann voll und jetzt wieder diese kurze Gegengerade. So, das wäre jetzt die zweite, hoffentlich erfolgreiche Vorstellung gewesen. Und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß im Stream hier bei RSA. Danke dir, Rauchen. Jetzt haben wir auch definitiv was gesehen. Wunderbar. Sehr schön. Viel Erfolg fürs Rennen wünsche ich dann. Danke vielmals. Dir viel Erfolg beim Kommentieren. Dankeschön. So, ja, also ich bitte nochmal zu entschuldigen. Mein erster Tag. Wir haben jetzt, wie gesagt, die richtigen Tastenkombinationen herausgefunden, alle Probleme beseitigt und jetzt können wir uns wirklich auf das Qualifying freuen. Durchaus ein spannendes, denn die ersten fünf Fahrer sind durchaus alle gut, die Pole Position auch tatsächlich sich zu schnappen. Von daher, es wird durchaus ein enger Kampf. Sofort rollen auch schon die ersten Fahrzeuge zur Start-Ziellinie, um auf die Strecke zu fahren. Wir schalten also mal um auf die andere Kameraperspektive.
Ein bisschen hier den St. Pauli VW vom neuen Mitglied der RSA, Patrick Gerber, der hier sein erstes richtiges Rennen mit Lenkrad fährt, nachdem er sich vorher mutigerweise über viele, viele Runden mit der Tastatur abgekämpft hat und tatsächlich ein ganzes Rennen so bestritten hat. Man mag es kaum glauben. Jetzt mit dem neuen Lenkrad, sagt er selber, fühlt er sich sehr viel wohler, auch wenn es immer noch sehr ungewohnt natürlich ist, die ganzen neuen Möglichkeiten, die so ein Lenkrad ja doch bietet im Vergleich zu einer Tastatur, auch wirklich zu nutzen. Mal sehen, ob er sie auch in eine Zeit umsetzen kann. Hier hat es nicht ganz geklappt. Es ist, wie Sie sehen können, tatsächlich relativ schwierig hier, sobald man in diese Schikanen einlenkt, ist man im Blindflug. Man sieht den Kurvenausgang nicht. Die Mauern sind meistens so gestellt, dass man gerade wenn da ein Gegner sich gedreht haben sollte in der Schikane oder am Ende der Schikane, muss man höllisch aufpassen, weil man sieht ihn auf jeden Fall viel zu spät. Das konnte man hier sehr schön beobachten. Aber auf jeden Fall ist hier keiner zu Schaden gekommen, das kann man mit Sicherheit sagen. Und hier haben wir im Bild Knacki. Einen der Favoriten sicherlich für das Rennen heute, der auf jeden Fall was reißen kann. Er hatte im Vorfeld in den ersten Trainingssessions die absolute Bestzeit aufgestellt mit 1:39,8, die mittlerweile zwar von Robin knapp unterboten wurde, aber nichtsdestotrotz mit seinen 25 Kilo Zusatzgewicht, mit denen Knacki heute unterwegs ist, ist er von den Favoriten der leichteste, in Anführungsstrichen, und insofern ist er auf jeden Fall einer derjenigen, der heute für einen Sieg gut sind. Natürlich jetzt viel Verkehr auf der Strecke. Es gilt jetzt den Abstand zum Vordermann so zu wählen, dass man nicht zu früh auf ihm aufläuft. Gleichzeitig muss man natürlich auch in den Rückspiegel gucken, um zu vermeiden, dass man irgendjemandem im Weg steht, der vielleicht schneller ist. Wobei das jetzt nicht Knackis Problem sein sollte. Er hat jetzt eher vor sich den... das ist der Pensol von Kai Phoenix Lanig, den Youngster der RSA, der im Vorfeld viele technische Probleme zu beklagen hatte. Und hier bricht Knacki die Runde auch ab. Das macht dann keinen Sinn, da noch weiter hinterher zu fahren. Er hat seine Zeit markiert, 1:46. Besser als im Warm-up. Im Warm-up gab es eine interessante Begebenheit, dass die meisten Fahrer sich beklagt haben, dass die Strecke sich komisch anfühlte, dass der Grip nicht da war. Sämtliche Fahrer hatten das Problem. Der einzige, der relativ normale Zeit fahren konnte, war tatsächlich Robin Frischkopf. Alle anderen Fahrer waren relativ weit weg von ihren vorherigen Zeiten. Und hier nimmt jetzt Knacki einen neuen Anlauf, während er rechts von Robin Frischkopf überholt wird. Schalten wir doch mal auf Robin, was der gerade macht. Definitiv schnellen Rates. Hat damit jetzt auch schon die erste Position markiert, 1:40,078.
Das ist noch nicht das Maximum, da geht noch ein bisschen was, würde ich sagen. Meistens ist es natürlich so, je länger die Session dauert, desto mehr Grip, desto mehr Gummi ist einfach auf der idealen Linie und dementsprechend mehr Grip ist vorhanden. Die Zeiten werden das eben noch ein bisschen purzeln. Müssen mal schauen, was die anderen dann noch nachlegen können. Und da hat er es nochmal verbessert. 3 Zehntel schneller. 1,3977. Und hier ein großer Quersteher. Hat sogar den Mauer berührt. Das ist natürlich das große Problem hier in Surfers Paradise. Der Kurvenausgang nicht einsehbar. Wenn man den Bremspunkt nicht exakt trifft und dann den Einlenkpunkt nicht richtig trifft, ist man ganz schnell außen in der Mauer und hat dann natürlich gerade im Rennen ein großes Problem, denn sobald da die äußeren Achsen irgendwie beschädigt sind, die Karosserie beschädigt ist, dann ist es mit den Top-Zeiten schon mal schwierig. Wir wollen jetzt mal gucken, was die anderen noch so fahren können. Moment noch alle Fahrer auf der Strecke. Jetzt allerdings Knacki und Michael Tröscher in der Box. Bisher keine Verbesserung im Hinterfeld. Wir haben also im Moment Robin Frischkopf auf der 1, Knacki auf der 2, heftige Jan auf der 3, Michael Tröscher auf der 4, Rösti auf der 5, Dennis auf der 6 und Edgar Ostermann überraschenderweise nur auf Platz 7. Er hat mit sein 40 Kilo Zusatzgewicht natürlich zu kämpfen hier. Allerdings Platz 7, das sind bis jetzt knapp 3 Sekunden Zeitabstand zwischen ihm und Robin Frischkopf. Das ist normalerweise nicht das, was wir kennen. Ich denke, da wird er sich nochmal verbessern können. Wir können ja mal schauen, wie er sich schlägt auf der Strecke. Und hier hat sich Edgar Ostermann tatsächlich auf den dritten Platz auch vorgeschoben jetzt. Den Abstand mal eben um 2 Sekunden verkürzt. 1,48. Damit ist er nur noch knapp 2 Zehntel hinter Knacki. Jetzt sind noch knapp 9 Minuten zu fahren. Nein, schon noch knapp 5 Minuten zu fahren. Sie sehen es auch oben im mittleren Bildschirm. Heizt hier die erste Schikane weg. Steht der Wagen quer, damit hat er schon sehr viel Zeit verloren. Berührt hier noch ein bisschen die Mauer. Jetzt scharfes Anbremsen. Ganz enge Kurve. Aber er konnte sich nochmal verbessern, hat sich jetzt an Knacki vorbeigeschoben, um knapp eine Zehntelsekunde. Ganz enger Abstand hier. Ist natürlich die Frage, kann Knacki da nochmal kontern? Kann er nochmal nachlegen? Würde ich sagen, schalten wir mal um.
Wie sehen wir Robin vom Kopf in einem weiteren Versuch, seine eigene Bestzeit zu unterbieten? Er ist im Moment sein eigener schärfster Konkurrent. Hier haben wir Kane. Da hier tatsächlich nochmal kontern kann, wie ich gerade sehe, schiebt sich damit wiederum an Edgar Ostermann vorbei auf den zweiten Platz. Noch knapp 3 Minuten zu fahren, das heißt, wer jetzt noch einen Angriff starten möchte, sollte jetzt entweder schon auf der Strecke sein oder spätestens jetzt schon mal rausfahren, denn allein die Einführungsrunde braucht sicherlich 1 Minute 50 Sekunden, wenn nicht sogar 2 Minuten, wenn man noch viel Verkehr hat. Bis jetzt jedoch Robins Frischkopf-Bestzeit nicht in Gefahr. Da besteht doch wieder ein kleiner Abstand, der in diesem engen Zeitenuniversum fast eine Ewigkeit bedeutet. Also das sind 6 Zehntelsekunden. Ich denke, da müsste Knacki schon ein richtiges Ass aus dem Ärmel zaubern, um da wirklich noch ranzukommen. Oh, da verbremst er sich hier noch ein bisschen. Ein bisschen sehr. Das würde ihn ärgern. Also bis jetzt die Platzierungen auf der 1, Robin Frischkopf, Knacki auf der 2 weiterhin, Edgar Ostermann. Auch immer noch auf der Strecke, versucht immer noch die Zeit von Knacki zu überbieten. Aber kommt da nicht mehr ran. Michael Tröscher aber hält im vierten Platz. Dennis mittlerweile auf der 5 angekommen, sich verbessert von Platz 7. Michael Gehrig zurückgefallen auf den 6. Platz. Eigentlich Michael Gehrig von den Zeiten her auch ganz vorne mit dabei. Kann hier auch nicht das Maximum aus dem Auto rausholen. Und dahinter FTG Jan Rösti. Patrick Gabe auf dem 9. Platz. Ein sehr tolles Ergebnis für den Newcomer. Arne auf dem 10. Force auf dem 11. Platz, Kai Felix Lahnig auf dem 12. und am Ende der Ralf Gehr von der Freetime Gamers. Jetzt ist noch knapp 1 Minute, wir schauen jetzt mal, wer gerade aktiv auf der Strecke noch ist. Und wir suchen jetzt mal den Diebels Mercedes von Dennis, der hier auf einer schnellen Runde ist. Und da ist über die Ziellinie gegangen, immer noch auf dem 5. Platz. Verliert da bei der 2. Zwischenzeit, kann seine Bestzeit nicht überbieten. Und die letzten 20 Sekunden, wer noch vor Ablauf der Zeit über die Ziellinie fährt, dürfte eigentlich noch zu Ende fahren. Meistens ist es jedoch so, dass die Entscheidungen bereits gefallen sind. Und auch hier, da ist allerdings noch eine Überraschung. Michael Tröscher schafft es tatsächlich, die 1,40 zu knacken und schiebt sich hier noch auf den 2. Platz. Überraschend, bisher kam er nicht ganz so gut zurecht. Aber jetzt hat er es doch noch geschafft und ich denke mal, Knacki ist zwar noch auf der Strecke, kann sich aber wohl auch nicht mehr merklich verbessern. Das ist damit dann die Entscheidung. Somit also Robin Frischkopf auf der Pole Position, kann seinen 113 Meisterschaftspunkten damit schon mal einen weiteren hinzufügen, den es für die Pole Position gibt. Dahinter dann auf der zweiten Position Michael Tröscher, gefolgt von Knacki, gefolgt von Edgar Ostermann, Dennis auf der 5, Michael Gehrig auf der 6, Jan auf der 7, Rösti auf der 8, Patrick Gabe behält den 9. Platz,
Arne auf der 10, Force auf dem 11. Platz, Kai Felix Lanich auf dem 12. und Ralf Gehr markiert den 13. und damit letzten Platz für dieses Starterfeld. Einmal tief durchatmen, da hat Robin Frischkopf tatsächlich nochmal seine eigene Bestzeit unterboten. 1:39,5, das ist damit eine der schnellsten Zeiten, die überhaupt jemals gefahren wurden. Das ist ganz klar eine der Stärken von Robin Frischkopf, der, wenn es darauf ankommt, sich auf den Punkt konzentrieren kann und einfach dann die Leistung abrufen kann, die ihn auf den ersten Platz hier bringt. Es bedeutet natürlich für jeden der Fahrer im Qualifying eine Anstrengung insofern, dass es nicht auf das lange Fahren ankommt, sondern tatsächlich auf eine Runde, jede Kurve so optimal wie möglich zu treffen und somit die beste Zeit zu erzielen. Das erfordert sehr viel Konzentration von jedem Einzelnen. Und hier hat Robin Frischkopf das am besten umgesetzt. Wir schreiten voran zur nächsten Session und können gespannt sein auf das Rennen. Es geht also jetzt, wie gesagt, das erste Mal in das Sprintrennen. 20 Minuten. Boxenstopps sind normalerweise hier nicht nötig. Die meisten Fahrer werden auf den weichen Reifen fahren, die pro Runde gegenüber den harten Reifen viel Zeit gut machen. Und für das Sprintrennen bedarf es insofern ein bisschen Kunst, als dass es natürlich notwendig ist, die Reifen möglichst wenig zu belasten, um nicht in den letzten zwei, drei Runden die Reifen so weit heruntergefahren zu haben, dass man tatsächlich noch passiert wird von seinen hinterherfahrenden Gegnern. Das ist hier ein bisschen die Kunst. Um Boxenstopps braucht man sich keine Sorgen machen. Und für dieses Sprintrennen wird es dann für den Sieger auch nochmal 8 Punkte geben. Das heißt also gleich einfach Vollgas und durch. Und natürlich, wie bei allen Rennen der RSA, gilt es aber trotzdem ganz groß geschrieben immer noch das Gentleman's Agreement. Jeder möchte zwar vielleicht gern gewinnen, auch wenn das vielleicht nicht jeder in der Position ist jetzt gerade, aber theoretisch sind hier alle wirklich dicht beieinander. Es kann wirklich innerhalb, ich sag mal, der ersten 10 Plätze, da ist jeder für eine Überraschung gut und kann auch mal wirklich Top-Zeiten aus dem Hut zaubern und kann sich hier auch mal an die Spitze setzen, wenn es mal schlecht läuft für einen der Führenden. Nichtsdestotrotz, es ist immer wichtig hier, dass die Fahrer gegenseitig aufeinander Rücksicht nehmen. Denn das Wichtigste für alle, bei allem Ehrgeiz und bei allem sportlichen Wettkampf, ist immer noch, dass wir alle zusammen Spaß haben. Und das machen die Jungs eigentlich bisher ziemlich gut. Wollen mal sehen, wie sie das dann im Rennen machen können. Jetzt heißt es nochmal ein bisschen vorbereiten für das Rennen. Jetzt wird natürlich vollgetankt. Für 20 Minuten. Die Fahrer verbrauchen zwischen 4,6 und 4,7 Litern pro Runde. Das heißt, bei einem maximalen Tankvolumen von 70 Litern. Und bei diesen 20 Minuten Rennen dürfen wir etwa damit rechnen, dass es ungefähr 13 Runden werden. Dementsprechend mit 65 Litern müssten sie eigentlich hinkommen. Aber das heißt natürlich im Gegensatz zum Qualifying dann ein doch einiges an Kilo mehr nochmal im Fahrzeug. Und das macht sich auf jeden Fall bemerkbar. Also man merkt dann wirklich, dass die Bremspunkte nochmal anders zu setzen sind. Und da muss man sich dran gewöhnen. Darum drehen die Fahrer auch nochmal die paar Minuten, die sie haben, nutzen diese Zeit, um nochmal das veränderte Fahrverhalten sich wirklich vor Augen zu führen und zu wissen, so reagiert der Wagen jetzt. Darauf muss ich achten. Hier also der Youngster Kai Felix Lanich in seinem Pensoil Passat. Hier haben wir Arne in seinem Thomas Dabo Mercedes. Das markante St. Pauli-Fahrzeug von Patrick Garbe. Oh, ein kleiner Verbrenner hier von. Das müsste der Rösti sein, wenn ich mich nicht täusche. Der hier auf jeden Fall die Bremspunkte schon mal nicht gefunden hat. Und hier sehen wir Micha Gehrig.
der vom fünften Platz ins Rennen geht, gleich gehen wird. Und bei Michael Gierig wissen wir, er ist auf jeden Fall jemand, der ein Rennen gewinnen kann. Und der sicherlich auch hier durchaus zu den Favoriten immer noch zu zählen ist, auch wenn er nur auf Platz 5 steht. Aber er ist ein schneller Mann. Jetzt also noch knapp eine Minute, bis das Rennen dann gleich losgehen kann. Die Fahrer werden also gleich nochmal eine Einführungsrunde fahren. Die Reifen versuchen möglichst gleichmäßig und gut aufzuwärmen. Die Bremsen schon mal ein bisschen auf Temperatur zu bringen, damit auch in der ersten Kurve es nicht heißt, oh, das Pedal wird immer länger, nichts passiert. Und dann wird es auch losgehen mit der Startaufstellung. Hier ein kleines Anfahrprozedere. Guter Hinweis eigentlich, gleich beim Start wird es wichtig sein für diejenigen, die ihre Kupplung tatsächlich manuell bedienen, was nicht wenige sind in diesem Feld, die Kupplung natürlich im richtigen Moment und vor allem natürlich dann im richtigen Moment Gas zu geben. Während hier Dennis rückwärts fährt, ja, ein bisschen weit vielleicht. Hoffentlich hat er sich da nicht in der Richtung vertan. Das sollte ihm gleich im Rennen besser nicht passieren. Alle Fahrer wieder in der Box. Jetzt heißt es, den Wagen wieder voll tanken. Nochmal ein bisschen Schweiß von der Stirn wischen. Möglicherweise auch von den Händen. Und volle Konzentration aufs Rennen. Hier füllt sich jetzt langsam die Startaufstellung. Hier sehen wir nochmal schön die Übersicht der Zeiten. Robin Frischkopf von der Pole Position. Dahinter Michael Kröscher. Und jetzt sind auch alle in der Startformation. Und da geht's los auf die Einführungsrunde. Qualmende Reifen, das macht Sinn, denn wenn man eine kleine Gummispur legt auf die eigene Startposition, kommt man gleich ganz einfach besser weg. Hier verfolgen wir Ed Ostermann in seinem Rockstar VW Passat, der sich von seinem Teamkollegen, der heute allerdings nicht dabei ist, nur insofern unterscheidet, dass er eben die schwarzen Felgen hat. Aber da er hier heute der einzige aus dem Rockstar-Team ist, der teilnimmt, brauchen wir uns darum nicht zu kümmern. Wir wissen also einfach, der Rockstar-Wagen, der gelbe, das ist Ed Ostermann. Der erfahrene Österreicher ist auf jeden Fall immer einer, der dem zu rechnen ist. Verdammt schneller Mann, normalerweise ist er immer ganz vorne zu finden. Dass er jetzt eben so weit hinten steht, in Anführungsstrichen, liegt eben am Zusatzgewicht. Hier. Haben wir den Mellow Yellow von Michael Tröscher, das ist der VW, genau, mit der Nummer 9. Er muss sehen, dass er das Beste aus dem Sprintrennen jetzt rausholen kann von seiner Position. Und hier haben wir den Führenden. Jetzt wird es gleich spannend, denn wie gesagt, das Feld wirkt gleich mit einer ziemlich hohen Geschwindigkeit von der Startlinie wegfahren und dann in die erste Schikane, die normalerweise im vierten, fünften Gang gefahren wird. Natürlich heißt es aber, wenn dann plötzlich noch 12 andere Fahrzeuge hinter einem sind, muss man natürlich aufpassen, denn das kann sonst böse, böse enden und das wollen wir alle natürlich nicht. Ja, wir wünschen uns natürlich, dass alle glatt und ohne Unfälle, ohne Zwischenfälle durch die erste Schikane durchkommen. Vielleicht auch noch durch die zweite. Alles weitere wird man dann sehen.
Sobald alle Fahrer dann auf ihren Positionen stehen, kommt die Startampel. Und dann heißt es einfach nur noch im richtigen Moment Gas geben. Und los geht's, grünes Licht, Bobby Fischkopf kommt gut weg, stellt sich hier quer, alle bis dahin ausgestanden, Gas nutzen sofort. Edgar Ostermann und auch der Michael Tröscher. Zum Glück nichts passiert, aber es ist natürlich verdammt eng und dass Robin Frischkopf gleich seine Position eingebüßt hat vorne, das hat er sich sicherlich anders vorgestellt. Jetzt muss er auch noch aufpassen, dass er jemand von hinten kassiert wird. Von wer ist das da im Diebels? Da ist der Dennis natürlich hinter ihm. Während er aber sich nach vorne orientiert, versucht gleich schon bei Edgar Ostermann im Getriebe ein bisschen zu schnüffeln, um sich bemerkbar zu machen. Denn er weiß natürlich, er hat ein bisschen weniger Gewicht, 5 Kilo zwar nur, aber es ist weniger. Vielleicht kommt er da gleich wieder vorbei. Während jetzt tatsächlich Michael Tröscher das Rennen schon anführt und auch gleich schon ein bisschen Luft zwischen sich und Edgar Ostermann bringen konnte. Jetzt greift Robin an, auf der Innenseite an der Wand, da wird nicht viel gehen. Aber er bleibt dahinter, hält sich die Chancen offen. Und da zieht sich das Feld natürlich ein bisschen in die Länge bei den Schikanen, denn es ist fast unmöglich, die Schikanen so zu fahren, während man einem Hintermann im Getriebe klebt, denn die sogenannte Dirty Air, die einfach Luftverwirbelungen machen, es eigentlich unmöglich, denselben Grip zu haben, den man normalerweise bei freier Fahrt hätte. Und da muss man da ein bisschen Abstand lassen. Aber sobald es wieder ins nächste Anbremsen geht und die nächste Gerade kommt, dann wird es wieder eng. Jetzt haben wir also die erste Runde beendet. Michael Tröscher auf der 1, gefolgt von Edgar Ostermann, bereits eine Sekunde dahinter. Robin Frischkopf auf der 3, auf der 4. Der Rösti hat sich vorgeschoben, ganz weit. Und da ist Edgar Ostermann, hat sich gedreht. Da gehen wir nochmal zurück und sehen, was da passiert. Da hat er sich tatsächlich gedreht, da hat es nur eine Kollision gegeben. Und da wird er sich ziemlich weit hinten am Ende des Felds wieder einordnen müssen. Schade für Edgar Ostermann, damit ist sicherlich die Siegchancen für dieses Sprintrennen für ihn gelaufen. Und da sind auch schon einige Fahrer tatsächlich ausgestiegen. Wir sehen jetzt den Führenden, der hier schon ein bisschen einsam seine Runden ziehen kann. Also da ist zwar noch keine Ewigkeit, aber da ist durchaus schon Abstand zu erkennen da zwischen ihm und Robin Frischkopf, der sich seinerseits hier mühen muss, dass er nicht überholt wird, beziehungsweise überholt wurde jetzt von Knacki. Nein, schon, das ist Rösti. Also da bin ich überrascht, mit Rösti hatte ich selber jetzt gar nicht gerechnet, dass der schon so weit vorne ist. Hat sich hier sogar vor Robin Frischkopf gesetzt und er möchte diese Position natürlich auch nicht so einfach wieder hergeben. Bleibt hier außen, während Robin Frischkopf versucht, innen durchzugehen. Jetzt kommt die Gerade, wer kann besser rausbeschleunigen, ist die Frage. Robin Frischkopf mit 35 Kilo extra. Rösti berührt rechts die Mauer, schleift sich den Außenspiegel weg und schafft es aber hier knapp vorne zu bleiben. Während gleichzeitig Dennis auf Platz 4 die schnellste Runde markiert bisher mit 1,43. Also es ist sehr, sehr eng und Rösti bleibt hier vorne, während Robin Fischkopf natürlich jetzt in der Schikane wieder den Abstand halten muss, um nicht ganz von der Strecke zu fliegen. Kaki hält den fünften Rang knapp dahinter. Aber bisher sind die ersten fünf Plätze immer noch alle in Schlagdistanz, allesamt. Auch wenn mittlerweile Michael Tröscher, der das sehr elegant hier macht, 2,5 Sekunden bereits zwischen sich und Michael und Rösti gebracht hat. Sehr schön, wie hier Michael Tröscher durch die Schikane zieht.
fährt hier bisher ein ganz, ganz sicheres, souveränes Rennen. Es sind zwar erst 5 Minuten oder 20 Minuten abgelaufen, aber er setzt hier auf jeden Fall ein ganz, ganz starkes Signal, dass er dieses Rennen gewinnen möchte. Während Robin Fischkopf natürlich alles tut, was das Auto hergibt, um da wirklich an Rösti nicht nur dranbleiben zu können, sondern auch sich wieder in Schlagdistanz begeben zu können. Was auch jetzt vor der Startziel gerade fast wieder der Fall gewesen wäre, allerdings bleibt Rösti vorne hier. Und somit gehen wir wieder in die nächste Runde mit Michael Tröscher mit 1,42, aber Rösti ist noch schneller, 1,417. Die schnellste Rennrunde bisher. Das ist sicherlich schon mal eine Hausmarke, allerdings erwarte ich durchaus, dass die Zeiten hier noch weiter putzen werden, wenn sich die Positionen weiter gefestigt haben. Und ich darf jetzt mal begrüßen Michael Gehrig, der früh aus dem Rennen ausgestiegen ist und der sich dazu entschlossen hat, zu mir in die Kommentatorenkabine zu kommen, um das Rennen, den Rest des Rennens mit mir kurz zu kommentieren. Ich begrüße dich herzlich, Michael. Ja, guten Abend. Guten Abend. Was ist bei dir passiert? Was kannst du sagen zu dem bisherigen Rennen? Was ist bei dir losgegangen? Ja, ich hatte viele Probleme und habe dann meinen Wagen abgestellt. Das ist schade. Wie hast du Ziemlich, das ja. Qualifying und auch den Start erlebt? Aus Ja, deiner Sicht? das Qualifying war bei mir persönlich sehr schlecht. Hatte eine gute Runde, relativ gute Runde. Der Start war allerdings, also vorne zumindest, da wo ich war, sehr brav, alles ordentlich. Weiß Waren nicht, es ob es auch irgendwie von einen Unfall gab. Ne, sind alle glatt durchgekommen, zumindest durch die erste Kurve, dort, wie wir das gesehen haben. Ja, sehr schön. Allerdings hat sich dann in der Folge Edgar Ostermann gedreht, der jetzt aber schon wieder auf der 7 ist, wie ich das gerade sehe. Und Und jetzt. Röstling. Und Rösti ziemlich weit vorne. Ich bin da ein bisschen überrascht. Ich hatte nicht mit ihm gerechnet, muss ich sagen. Er war im Qualifying nicht so weit vorne und hat sich aber jetzt hier ganz, ganz weit vorne ans Rennen in der Spitze gesetzt. Er hatte einen guten Start, ja. Der ist an mir vorbeigezogen. Ja. Hoffentlich kein Frühstart, aber so sieht es nicht aus, sonst wäre das schon bestraft von der Rennleitung. Genau.
So, Robin ist jetzt dran an Michael Tröscher. Ja, so sieht aus. Wir sehen hier im Hintergrund. Ich schalte mal eben um auf den Michael Tröscher, würde ich sagen. Damit wir das von ganz naher Position auch verfolgen können. Das ist mein Kontakt hier dahinter. Sieht man, müht sich ab, daran überhaupt dran zu bleiben. Das ist Dennis hier. Dennis auf. Dennis auf hier. Danke auf 5. Jan auf der 6 und Edgar Ostermann auf der 7. Ja, Robin ist da natürlich hartnäckig, ich will da unbedingt wieder nach vorne, aber im Moment ist da kein Vorbeikommen, Michael Tröscher. Edgar Ostermann ist jetzt knapp hinter Jan. Da schalten wir doch gleich mal hin. Jetzt wieder ein bisschen weiter weg. Ja, jetzt hier vor der Startzielgerade, da wird es natürlich schwierig, denn aufgrund des nun mal höheren Gewichts bei Edgar Ostermann im Auto, wie gesagt 40 Kilo Zusatz, da wird es schwer auf der Geraden irgendwie gut, Luft gut zu machen, denn da ist der Wagen natürlich nicht unbedingt bevorteilt durch das Mehrgewicht. Ja. Ja, diese Fahrzeuge normal mit einem Mehrgewicht von knapp einer Tonne. Und die V6-Motoren leisten knapp 400 PS. Und insofern, da machen sich 40 Kilo Zusatzgewicht auf jeden Fall sehr, sehr stark bemerkbar. Nicht nur im Fahrverhalten, sondern auch was die Beschleunigungs- und Höchstgeschwindigkeiten angeht. Schalten wir mal wieder nach vorne. Ja, wir haben Jan und Knacki sehen. Knacki, der jetzt versucht, an Dennis ranzukommen. Es scheint aber so zu sein, als dass bei ihm auch schon die Reifen jetzt abbauen. Er kann dann nicht mehr so richtig hinterher. Während hier Dennis sich dreht. Das ist eben das, was passieren kann. Zu schnell in die Schikane und dann verliert man beim Umlenken, beim Umlegen des Fahrzeugs dann vielleicht die Balance und dreht sich dann einfach weg, wie wir gesehen. Schade für ihn. Gutes Rennen bisher eigentlich. Aber das geht jetzt so schnell. Ja, da bleibt kaum Zeit zu reagieren, ganz klar. Ja. Da kann man nicht viel machen. Während von der Rösti ein ziemlich souveränes Rennen fährt. Ich dachte, das würde Michael Tröscher jetzt locker nach Hause fahren, aber so sieht es überhaupt nicht aus. Denn Robin Fischkopf, der von hinten kommt, ich glaube, das sieht Michael Tröscher im Rückspiegel schon ziemlich gut. Und er wird sich da so seine Gedanken machen, wie er da die Position überhaupt halten kann. Und Forst ist auch ausgeschieden. Damit du, Michael, Ralf und auch der Forst aus dem Rennen. Wir müssen nachher mal fragen, was da passiert ist. Haben wir jetzt leider nicht im Bild gehabt. Also es sind noch knapp 5 Minuten und jetzt geht es natürlich schon in die Phase, wo es schon langsam kritisch wird mit den Reifen. Die weichen Reifen sind eben dafür ausgelegt auf wenige schnelle Runden, aber nicht dafür gedacht, über lange Distanzen zu fahren. Und 13 Runden sind für die weichen Reifen bei diesen Geschwindigkeiten auf dieser Strecke schon eine ziemliche Beanspruchung. Und da wird es natürlich am Ende dann sehr kritisch mit dem Grip. Jetzt ist Michael Tröscher an Rösti dran. In der Tat, die drei schieben sich hier sukzessive dichter zusammen. Und jetzt wird es nochmal spannend. Schalten wir mal um nach vorne auf Rösti und sehen, wie er sich hier verteidigen kann. Und da greift Robin Ostermann Robin innen an. Tröscher lässt Platz, aber Frischkopf geht auch vom Gas. Er wollte da nicht keine Kollision provozieren. Und derjenige, der davon natürlich profitiert, ist jetzt Rösti, der vorne wieder ein bisschen wegziehen kann. Einmal durchatmen kann für die nächste Runde. Knacki dahinter auf der 4, der natürlich von Dennis Wähler protestiert hat. Ja. Oh, Wähler oder hat Frischkopf. Da hat sich Frischkopf gedreht. Einer der seltenen Fehler von Robin Frischkopf, muss man sagen. Ja.
Da ist Knacki natürlich durch, Frischkopf fährt schon wieder hinterher, aber Knacki dadurch natürlich eine Position gewonnen auf die 4. Während sich Michael Tröscher wieder langsam an Rösti heranschleicht von hinten. Also da würde ich sagen, das ist noch nicht gegessen hier, da wird Nein. es gleich nochmal ganz spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass Michael Tröscher hier gleich vor der Einfahrt auf die Startziellinie wahrscheinlich spätestens dann versuchen wird, sich neben ihn zu setzen, wenn er in der richtigen Position ist. Bleibt hier ganz dicht dahinter, versucht auf keinen Fall ihm irgendeinen Raumgewinn zuzugestehen. Und jetzt kommt die letzte Kurve. Wer kann hier später bremsen? Beide bremsen spät. Rösti beschleunigt außen. Kommt, verliert hier ein bisschen die Balance. Aber ich glaube nicht, dass Tröscher das sofort nutzen kann. Er bleibt dran, nutzt jetzt den Windschatten. Wird versuchen, sich neben ihn zu setzen. Aber da kommt dann gleich natürlich die Schikane. Das wird jetzt spannend. Tröscher holt auf. Die beiden sind fast gleich auf. Und Tröscher zieht ihn durch. Hat da die beste Linie für sich gehabt und nutzt das Respekt. eiskalt aus. Schönes Ja, Manöver. absolut. Doch jetzt schon wieder ein kleiner Fehler. Ja, hat da leicht die Wand touchiert, wie so viele in diesem Rennen das schon getan haben. Das gehört dazu, ja. Ja, dafür sind die Wände ja auch da. Ich meine, sonst wären sie ja nicht da, wenn man sie nicht berühren sollte. Natürlich, genau. Und da beginnt noch ein Fehler. Das ist jetzt natürlich heikel. Jetzt wird nämlich Rösti das wieder nutzen. Ist jetzt auch schon wieder in Schlagdistanz. Also dieses Rennen lege ich diesmal fest, das werden die beiden unter sich jetzt ausmachen. Dahinter Knacki auf der 3. Der ist da nicht wirklich in der Position, nochmal wirklich anzugreifen. Es sei denn natürlich, die beiden vorne machen noch einen Fehler. Dahinter Röhnfischkopf, der jetzt doch ein bisschen Luft hat zu Knacki, der kommt da wahrscheinlich nicht mehr ran. Die Reifen sind jetzt einfach schon am Ende. Da geht es nicht mehr viel. Er muss noch aufpassen, dass ihn noch Dennis von hinten ihn überholt, der aber selber ihn noch mal ein bisschen in die Bahn fährt. Dahinter Edgar Ostermann. Nach seinem Fehler hat er sich berappelt, keinen weiteren Fehler hinzugefügt. Allerdings, natürlich ist es schwer, dann überhaupt noch eine Position gut zu machen und schon gar nicht mehrere. Dafür ist die Strecke einfach hier auch zu eng und bietet zu wenig Überholmöglichkeiten. Hinter sehen wir Jan. Und das müsste dann die Position 8 schon sein. Das ist hier Arne Bachem, der ein einsames Rennen fährt. Und weiterhin Michael Tröscher vorne. Und da haben wir gesehen, da hat Röst wieder einen kleinen Fehler gemacht. Also es ist oft nach der ersten Schikane. Bei diesen hohen Geschwindigkeiten, wenn dann irgendwas nicht stimmt am Auto, dann ist es auch zu spät noch zu reagieren. Und dann kommt schon die Wand. Das wird also jetzt die letzte Runde sein. Schätze ich mal, wenn sie nicht noch vor Ablauf der Zeit über die Ziellinie kommen. Und wird das am Ende nochmal spannend. Knacki ist natürlich jemand, der jetzt nochmal das Messer zwischen die Zähne nimmt und sich sagt, Moment, Rösti ist direkt vor mir. Wenn du einmal zu spät bremst, dann bin ich dem wie mein Freund. Das wird jetzt gleich spannend. Die letzte Kurve kommt gleich. Und das ist dann die letzte Chance für Knacki. Kann er seine letzte Chance nutzen? Aber der ist ein bisschen zu weit weg, kann sich da nicht neben ihn setzen. Und beim Rausbeschleunigen nehmen sich die beiden nicht wirklich viel. Das war's also damit. Damit gewinnt also Michael Miguel Tröscher hier den Tröscher. ersten Sprint drauf. Respekt. Hat Ja, auch die Glückwunsch. schnellste Runde. Damit
Ja, mit Mike auch so mal die schnellste Runde. Ja, Edgar Ostermann hat nochmal die schnellste Runde für sich geholt, damit ein extra Punkt für ihn. Aber 8 Punkte gehen an Michael Tröscher, 7 Punkte gehen an Rösti und auf Platz 3 Knacki holt sich auch nochmal 6 Punkte für die Meisterschaft. Also ein durchaus spannendes Sprintrennen, würde ich sagen. Für das Hauptrennen gleich heißt es dann natürlich Gas geben, Ahoi. Jetzt heißt es taktisch fahren, denn für das Hauptrennen muss man sich natürlich überlegen, welche Reifen verwende ich, wann stoppe ich und möglicherweise sogar, wie oft stoppe ich. Was wäre deine Taktik für das Rennen, Michael? Keine Fehler machen. Das ist natürlich immer die Hauptsache, ja. Aber das wird eigentlich unmöglich. Ich probiere, dass ich einen Stopp, dass mir ein Stopp reicht, dass ich mein Auto nicht zerbeule zu arg. Und dann. Magst du uns sagen, was deine Reifenstrategie sein wird für das Rennen? Ja, also bin auf Bike unterwegs. Werde das heißt, erst zweimal weich dann. Genau. Und die Zeit, die du beim Boxenstopp im Reifenwechsel verlierst, die ist geringer dann als das, was du mit den Weichen wieder auf der Strecke gut machst, denke ich mal, ja? Manche sagen so, manche sagen so. Ich habe keine Zeit gehabt zu trainieren auf Rad und ja, für mich kam nur die Weichenmischung in Anbetracht. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, dann mach dich mal bereit. Ich wünsche dir viel Glück für das Hauptrennen. Das ist